Ja, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Splinter Cell Blacklist. Mein Name ist Sandy LP. Hier auf der Seite seht ihr nochmal alle Splinter Cell Teile, die ich bereits Let's Play technisch durchgezockt habe. Channel Link, Playlist Link und der Link zum nächsten Part sind hier auch mit dabei. Und jetzt ab zum Game. So, letzte Mission waren wir ja nicht so erfolgreich gewesen. Beziehungsweise müssen wir hier wieder ab Speicherpunkt anfangen. Ja, machen wir einfach mal. Füllen wir erstmal alles auf. Taser haben wir in der Pfote. Und dann geht es los. So. Wie wir die beiden ausschalten, wissen wir ja jetzt. Komm schon ran, Junge. Wir essen zeitig. Also, was ich mir auf jeden Fall als erstes Equipment holen werde, wahrscheinlich, ist hier die. Dass die Klamotten leiser werden. So, wo ist er? Vielleicht waren es keine Schritte. Na, komm mal ran. Zack. Ab ins Eck. Na, den machen wir mal lieber anders. Wollte jetzt eigentlich gleich von hinten ranspringen, aber... Na gut, die Zeit hätten wir ja gehabt. Wäre wahrscheinlich aber zu laut geworden. So. Zack. Und zack. Oder so. Pam. So, du kommst erstmal mit. Die werden wir erstmal verstauen. Du stehst. Du liegst ein bisschen sehr im. Ne? In der Sichtlinie. Außerdem wollen wir ja wieder Pünktchen haben. So. Den Hund, den werden wir mal ganz anders ausschalten diesmal. Also, was heißt ganz anders? Ja, komm mal her. Komm zu Papa. Scheiße, er kommt ja hierher. Der war knapp. Ching! So ist Feini. So ist Feini. So, ich glaube, da hinten war noch eine Kiste, war? Nee, war keine Kiste. Aber den packen wir einfach da irgendwo, ne? Ins Eck. Zap. Und dann passt das. So. Gut. Wären wir ja schon mal ein Stückchen weiter, war? Wenn er jetzt noch speichern würde, wäre das natürlich ziemlich cool. Aber macht er ja nicht. Wir könnten natürlich da hinten mal gucken. Ob man da irgendwie weiterkommt. Aha. Du solltest eigentlich nicht gleich darüber, aber na gut. So, komm her. Ja. Fein. Schön. I love it. So, gut. Okay. Das sieht ja schon mal ganz gut aus.
Aha. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Man könnte natürlich da oben jetzt hoch. Aber ich traue mich nicht. Hm. Eigentlich waren noch mehr Feinde neu gewesen, wa? Ach komm. No risk, no fun. Jupp. So. Die Frage ist jetzt... Missionsziel ist da drüben. Aha. Leicht unübersichtlich. Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas manipulieren? Scheinbar nicht. Ich weiß halt nicht, ob da irgendwelche Typen kommen. So. Das hat die Frage jetzt beantwortet, ne? Okay, da scheint keiner zu sein. Und da müssen wir rennen. Der liegt ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Mal lieber hier in die Ecke packen. So ist besser. Gut, den nehmen wir mal da drin. Eigentlich will ich gar nicht da drin, aber... Kann ich da nicht unten durchgucken? Nee. So. Ja. Sam, wie lautet dein Status? Ich bin drin und überprüfe, ob ich verfolgt wurde. Eine Ahnung, wo Cobain sein könnte? Vermutlich im gesicherten Verhörraum. Oberste Etage, Südseite. Briggs, abrücken. Hol den Transporter und komm zur Abholzone. Verstanden. Ich gehe rein. Mhm. Schön. So. Haben wir die Taser wieder aufgefüllt? Licht muss aus. Machen wir mal Lucky Lucky. Hm. Okay, hier scheint keiner zu sein. Benutze die flexible Kamera, um unter Türen... Ja, haben wir ja gemacht. Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Falsche Waffe. So, die Frage ist natürlich, welcher Weg nur günstiger ist, ne? Hier höre ich irgendwelche Stimmen. Mhm. Da steht auf jeden Fall einer. Braucht eine neue Birne. Neue Birne? Ja, keine Ahnung. Wir können es ja mal probieren. Okay, da hinten stehen auch irgendwelche Typen rum.
dich erwarte. Kommt natürlich gleich einer an, wa? Hier ist alles voll. Da müssen wir hin. Oh Mann. Ja. Na Junge, du siehst mich, wa? Oder? Oder? Nee, er sieht mich nicht. Er kann mich eigentlich auch nicht sehen, weil ich bin ja im Schatten. Ja. Nee. So nicht. Kommt wahrscheinlich gleich einer von hinten. Ja, warte, jetzt kommst du jetzt her, oder was? Nimm mal den Typen mit. Der muss hier weg. Liegt nicht besser, ne? Alter Schwede. Voll Adrenalin-mäßig hier alles. Das Problem ist im Moment auch, dadurch, dass wir ja absolut keine Ausrüstung haben. Oh, oh. Demzufolge auch kein Upgrade oder irgendwie. Und der sieht mich nicht, okay. Also der sieht den Typen auch nicht. Interessant. Haben wir hier auch keine anderen Möglichkeiten hier, um mit unserer Brille zu interagieren? Also sprich hier irgendwelche, ne? Ja, Feinde zu sehen. Hier gibt es auch keine alternative Möglichkeit hier irgendwie. Jedenfalls nicht hier. Ich möchte Union irgendwie auffliegen. Wir könnten jetzt da hinten in die Ecke rennen. Da. Und auf den Typen warten. Komm her. Ja, komm mal her. Wo ist denn rum? Ja, ist einer von deinen. Ist schwer verletzt, aber er atmet. Na, komm mal her. Dann komm mal her. Mach hin, ey. Ach, scheiß AK aufnehmen. Mann, du sollst den Typen mitnehmen. Runter! Wieso? Mann. So, nimm's jetzt hier mal. Nee. Was haben wir jetzt wieder für eine Waffe? Ich will meine Waffe wieder haben. Ja, egal. So, gut. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen, wa? Ein bisschen Luft, sag ich mal. Ich hoffe, der sieht mich. Naja, nee, eigentlich nicht. Wir müssen da hin. Aber da ist noch mehr Licht. Von daher. Licht aus, $10,000? Hallo? Okay, ich meine, ich nehme das nicht.
Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Schauen dieses Parts von Let's Play Splinter Cell Blacklist. Hier auf der Seite seht ihr nochmal alle Splinter Cell Teile, die ich durchgezockt habe, Let's Play technisch. Und der Channel-Link und der Playlist-Link und der Link für den nächsten Part sind natürlich auch mit dabei, sofern dieser schon released ist. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Sandy LP.